Und herzlich willkommen zu einer neuen Runde an Showdown. Ich war mit dem Marc Acker Handwerker auf der mittleren Map unterwegs und ohne viel zu spoilern schmeiße ich euch direkt rein in die Runde. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, würde mich über einen Kommentar von Algorithmus freuen. Ein Like wäre sensationell und die Leute, die noch nicht abonniert haben, worauf wartet ihr denn? Haut rein, viel Spaß! Oben ist einer im Teamspeak, da ist Nuckenbrille. Ja, ich hab's schon gesehen. Hat er mein Video von heute mitbekommen, für morgen mitbekommen? Da musste ich zweimal hingucken. Ja. Oh, jetzt habe ich gar nicht auf die andere Seite geguckt. Nicht gesehen. Graben irgendwo rechts von uns, weit weg. Mhm. Quatsch, rechts von uns, links von uns. Ja, hab ich mir gedacht. Rechts ist die Map zu Ende. Blank? Ja. Trap. Ah, ich hab keine Traps. Hm. Ja, die kommen hierher. Irgendwo vorne ist ein Armut getriggert. Ja, ich sehe sie. Da laufen sie Richtung Mauer. Ne, Richtung Dings. Jo, der dreht sich hierher und schießt direkt. Ich hab keinerlei Chance. Was ist denn das schon wieder? Ist halt wieder so lächerlich, ne? Nein, hat die Waffe gewechselt. Hat Hit. Hab beide. Nice. Ich hab aus Versehen die Waffe gewechselt. Wo hast du denn den anderen? Irgendwo da so die Richtung. Ah ja, hier mitten auf der Gasse Lichter. Darf ich die Uppercut nehmen? Ja. Dankeschön. Die hat drei Hits gebraucht mit meinem. Warte mal, mein Sound geht dann nicht. Warte. Ja, passt erstmal. Ich könnte den Boss gebrauchen. Oh nein. Bei Lawson. Ah. Das ist aber nicht beim Boss da, wo es schießt. Nee. Diese Kasse. Da kommt er wieder zurückgerannt. Oh, die machen den Boss. Machen die Spinne schon. Fuck. Was hast du verloren? 25. Ja! Alter, wie schnell er wieder schießt! Gar nicht gesehen im ersten Moment. War der oben auf der Unten Terrasse? Rechts, unten rechts, unten rechts. Ich dachte, du hättest ihn auch gesehen, sorry. Nee, nee, ich war noch gar nicht da. Da hat er gestanden. Da so. Ich höre den hier. Ja! Ach du Scheiße. Hat Hit, hat sich selbst geflasht. Hab einen. Muss nachladen.
Wo? Der ist, glaube ich, unten bei der Spinne reingelaufen. Ja. Pass auf, der hat eine Romero. Der sitzt hier in der Ecke. Hab ihn. Nice. Weiß. Hier ist noch eine Uppercut, falls du möchtest. Weiß ich auch, warum sich das alles so komisch anfühlt, gerade mit der Kettenpistole, weil ich keine Full Metal Jacket Munition drin habe. Ah, wie kommt's? Keine Ahnung, habe ich irgendwie vergessen. Obwohl das in meinem Loadout eigentlich gespeichert ist. Schießt sie sich da anders? Ich kann es dir nicht sagen, aber also eigentlich nicht großartig. Im Endeffekt müsste es eigentlich, sie fliegt ja sogar etwas schneller, ich glaube 30 Meter die Sekunde. Ja. Aber mich hat halt auch schon gewundert, dass die alte eben 3 Schüsse gebraucht hat mit der Kettenpistole, bis sie tot war. Aber mit der FMJ hast du halt nicht so einen starken Damage-Drop. Ja. Ja, krass, und das okay. Wird dann wahrscheinlich da schon was ausgemacht haben. Mhm. Weil ich habe dann nämlich von der schon quasi abgedreht, weil ich dachte, naja, 2 Hits, die ist tot. Ja, das könnte eine gute Jupp-Jupp-Runde werden. Ja. Ausgeglichene Kills. Ja. Ich mache hier mal die Tür auf, dass man nachher so schnell wie möglich rauskommt. Ich nehme die Uppercut mal mit. Ja. Oh. Gefängnis, gut für mich. Weißt du was? Ich lasse meine Sparks liegen. Nimm die Pumpe. Und nehme mir hier die doppelläufige mit. Ja, macht Sinn fürs Gefängnis. Ich gucke einmal und dann loote ich den. Niemand? Tausend! Alter! Sheesh, jetzt dürfen wir nicht versauen hier beim Gefängnis. 500! Ach du Scheiße! Ja, wir sind ein gewichtiger Fall, würde ich mal so sagen. Ah, die hauen wir weg im Gefängnis. Noch ein Flash bekommen beim Looten. Es müsste halt wirklich so sein, dass wenn du eine Flash wirfst und dich wegdrehst, ne, also gerade für den, der wirft, dass er entweder nur so ganz kurz oder gar nicht. Das habe ich im Video gesagt heute, gell? Ja, ich find's halt auch echt lächerlich. Guck mal, der hat die unter die, also vor die Treppe geworfen und ich saß unter der Treppe. Eigentlich war die gar nicht in meinem Sichtfeld. Und trotzdem war ich geflasht. Ja. Es müsste einen Knopf geben, wo du die Augen zumachst. Ja. Das wäre geil. Einfach, was weiß ich, Z oder so, Augen zu. Oh, das klingt gut für uns. Boah, wir sind nicht zwei Schwergewichte, ne? Alles, was stirbt, ist low. Ja. Ich habe 1175 Ocken in der Tasche. 550. Oh, Mann. Ich habe eine ganze Afto in der Tasche. Oh, Mark. Ich gucke aufgeregt. Mal. Ja.
Ein da vorne. Also, ne, die Richtung. Aber der war, glaube ich, schon im Gefängnis. Ja, der sitzt einer da in dem Zellentrakt und zwei in dem. Und der Boss ist im rechten. Ja, dann lass uns rechts laufen. Wir haben gleich Sicht. Feenstaub-Inferno. Beide oben und der andere ist jetzt mittig unten. Okay. Hallo. Hey, man. Ach, wie ärgerlich. Ich habe gerade seinen Mantel dadurch gesehen, weil ich ihn über mir crouchen hören habe und dann zündest du die Granate. Sorry, musst du es sagen. Ja gut, das war eine Millisekunde. Hm. Nate? Denk dran, dass da hinten auch noch einer ist, ne? Ja, deswegen gehe ich da nicht hin. Ich guck nochmal, ja? Hm. Oh ja, die kommen da hinten. Sind doch zwei? Ja, ich glaube, ich sehe zwei und einer war da hinten irgendwo. Das hast du mir ein Küsschen rüber gesendet? Nee, das war. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Ich würde gern stürmen. Achso. Booster. Das war kein Küsschen. Mach dir keine Hoffnung, bitte. Schade. Nee? Ich guck kurz. Einer ist ganz weit draußen. Sicht gemacht? Da liegt ein Toter. Da hängt die Waffe durch die Wand. Ah, hier oben über mir. Hat Sicht gemacht? Mhm. Hier oben hockt einer. Ich treffe ihn nicht. Aber er mich. Hab einen. Nice. Der ist oben. Wir haben getradet. Und? Das ist immer noch der Einzelne. Ja, Sniper. Ich habe noch die Bounty liegen sehen, deswegen. Hier liegt auch noch ein Toter. Ja, gerade durch, ganz weit hinten. Hab's gesehen, ja.
Puh, schwierig. Das könnten auch zwei sein, ne? Also ich würde sagen, Bradley raus. Was, ne, ja, wir haben... Den noch looten. Wir haben Doppelbounty, was wollen wir mehr? Ja. Wir können nur verlieren. Wir haben so viel Geld. Ja. Guck mal, ich habe jetzt nochmal 50 bekommen. Ich habe 600, du wahrscheinlich bei 2000. Nee, 1175. Du hast aber eilig mit deinen 500 Dollar, mein Freund. 600, bitte. 600, sorry. Von mir kriegst du kein Küsschen mehr. Hier war Klaus, kannst du dich erinnern? Ja. Das war so, du bist da mitten Open Field stehen geblieben, weil du das nicht geregelt bekommen hast. Ich musste das erstmal im Kopf irgendwie ordnen, was du ja, da gerade ja. gesagt hast. Dein Gesichtsausdruck war auch so, dass er, der ist ja blöd, wer denn, Klaus? Deswegen kann ich es wahrscheinlich auch nicht sagen, angeschossen da und da sieht so und so aus. Das ja, ist dann ja. einfach zu viel für meinen Kopf. Ich meine, ich bin schon wirklich Multitasking. Hunde, glaube ich, gleich auf mich. Nee, geht noch. Ja, nichts. Oh, doch. Hunde. Alter Kackbock. Ich glaube, da lagen nämlich drei Mann drin. Ich glaube, dass der eine Mate von dem reingepusht ist und der jetzt gewartet hat. Oder es war halt ein Sniper, ne? Ja. Nee, nix. Hab auch nochmal geguckt. War aber eine gute Entscheidung, die Sparks liegen zu lassen und die Dings mitzunehmen. Ja. Hast 50 Minus gemacht, aber das ging ja noch. Naja, dafür habe ich die Kettenpistole gegen Uppercut getauscht. Ah ja, gut. Nice. Schön. Schöne Runde. Kommt. Hörst du? Ja. 10 aber noch nicht. Feenstaub Inferno. Ja, da sind die zwei Schwergewichte rausgekommen. Da hatten wir echt gut Geld eingesammelt. Das obere Team bei Blank, zwischen Blank und Goddard, ich weiß auch nicht warum, ich habe da geschossen und plötzlich hatte ich das Messer in der Hand. Da bin ich wohl irgendwie aufs Messer gekommen, aber ich kann mir nicht erklären wie, ganz komisch. Den hat dann Mark zum Glück noch geholt. Und für den einen hat er ja mit der Kettenpistole 3 Schüsse gebraucht. Normalerweise, wenn er FMJ-Muni dabei hat, braucht er nur 2 Schüsse. Das ist richtig krass, ja. Das zweite Team im Compound, ja, war lustig. Der hat, der stand vor der Tür, ich habe ihn angeschossen und dann hat er vor lauter Panik wahrscheinlich gegen den Türrahmen seine Flash geworfen und war selbst geflasht. Und dann bin ich halt aus dem Fenster gehüpft und habe ihn dann ohne weiteres wegmachen können. Ja, und der andere saß hinter dem Eisentor. Was ich auch schon wieder hatte in der Runde, das war vor 2 Tagen oder so, hatte ich ja schon mal gesagt, dass die Flashs, die hinter einem hochgehen, dass man dann trotzdem 6-7 Sekunden geflasht ist, was absolutes Unding ist. Wäre halt echt geil, wenn es einen Knopf geben würde, wo man die Augen zumachen kann. Aber wird es wohl nie geben. Und ich glaube, dass mit den Flashs werden die auch nie fixen, obwohl es ja eigentlich kein Bug ist. Ich denke, das ist von denen so gewollt, wenn eine Flash hinter dir hochgeht,
dass du trotzdem geflasht bist. Naja, dann ist es so. Die letzten jetzt, ja, lass mich überlegen, wo waren wir denn? Ach so, normalerweise wäre ich wahrscheinlich direkt oben reingepusht. Wäre die Treppe hochgelaufen und wäre rein. Aber die 1000 Dollar in der Tasche, das ist fast eine ganze Afto. Die haben mir das so schwer gemacht, die Entscheidung, dass ich das dann doch nicht gemacht habe. Und umso spannender wurde es ja dann. Den einen, der mich beschossen hat, wo ich mich dann direkt geheilt habe, den hat Marc dann super weggemacht und ich habe mit dem anderen getradet. War doch eine ganz geile Runde. Der Typ, keine Ahnung, zu wem der gehört hat. Es waren halt, ich zeige das jetzt hier nicht, aber es waren alles Duo-Teams. Entweder waren es zwei, die ganz weit weg waren, oder es war einer, deren Mate oder dessen Mate dort im Compound gestorben ist. Das glaube ich eher, weil ich glaube, das war nur einer mit der Sniper. Und er wollte dann seinen Mate holen. Und die kamen ja dann noch ganz zum Schluss. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, aber da sind noch Raben hochgeflogen. Ja, so, genug analysiert. Denkt aber an Teamspeak, das ist unten verlinkt, genauso wie Game.de. Die haben mir den extra für euch zur Verfügung gestellt. Könnt ihr jederzeit nutzen. Ich bin da auch immer drin zum Aufnehmen. Denkt an mein Discord, besucht auch gerne mal Game.de, gerade wenn ihr selber Teamspeak, Mumble, Root Server, Game Server und so weiter sucht, seid ihr an einer super Adresse. Und jetzt wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag und wir sehen uns morgen früh pünktlich um 9:30 Uhr wieder. Haut rein, tschüss.